Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Homeworld Deserts of Kerak. Ja, in der letzten Folge war ich hier, wenn man hier einen Speicherstand sieht, immer noch im Turin-Krater und ja, es dauert einfach eine Weile, bis ich mal richtig zum Angriff komme, denn wenn ich hier ins Spiel zurückgehe, denn ja, wo ist denn die? Da ist dieser Keller. Die ist immer in Bewegung, die kann ich quasi mit Raketen schlecht treffen und aus der Luft angreifen ist auch schwer, denn ich verliere jedes Mal meine ganzen Einheiten. Und deswegen will ich erstmal, oder habe ich erstmal alle meine Railguns verkauft und vielleicht noch ein Luftabwehr wäre cool. Ups. Ich habe keine Rohstoffe mehr. Hier wäre noch was. Ich muss einmal komplett ausrum. Nee. Das lassen wir. Die paar Einheiten lassen wir hier. Einheiten werden angegriffen. Ach nee, das ist ganz Neues. So, machen wir das mal zum großen Squad oder zu zwei Squads. Nee, ich hätte gerne eine Luftabwehr auch bei den Squad dabei. Das muss passen, oder? So. Ist jetzt Squad 1. Fahrt's mal darüber. Alles safe, passt. Und ihr seid. Geh weg. Ihr seid Squad 2. Okay, haben wir Squad 1, Squad 2. Das gibt jetzt ein Gemetzel. Angriffskreuzer, die sind stark. Taktische Raketen. Geht das? Von hier? Oh, Scheiße. Weg da. Schnell, beeilt euch. Rakete schon unterwegs. Ha, nichts passiert. Sehr schön. Das heißt, kann man es nochmal probieren mit denen da. Dass hier eine taktische Rakete hinschießt, oder? Schießt er jetzt oder? Taktische Rakete. Oh. Zurück. Okay. Ihr wollt es wahrscheinlich nicht anders. Zerstören. Rush jetzt einfach mitten durch. Vielleicht nochmal davor. Vielleicht nochmal speichern davor. Oder machen wir. Machen wir einfach
zwischen Speicherung fertig. Jawohl. Jetzt hier entlang. Jawohl. Oh, 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 oh. Uiuiui. Okay, erst mal weiterziehen. Viele Einheiten sind, boah, stark beschädigt. KPC, Luftunterstützung, wie schaut's aus? Ja, nein, vielleicht. Was gibt's, Gas? Zurückziehen. Du bleibst da. Du bleibst da. Und jawohl, jetzt haben wir eine Einheiten. Capisi, bist fällig. Nicht Capisi, Sakala meine ich natürlich. Und jetzt alle auf die Sakala. Trägerschiff wird angegriffen. Nichts passiert. Da bleiben. Nicht bei Russian. Da bleiben. Personal log, Operations Officer Clea Soban, Expedition Carrier Capisi. Jacob Sajet was alive this whole time. My God, a prisoner of the Galzian for 4 years. And he stopped them from reaching the Kartova site. He made the ultimate sacrifice for his people. Now, as we prepare to honor him, we also ready for battle, to finish what we started. I have no idea what the future holds. Ja, das weiß ich auch nicht, was die Zukunft bringt, aber das war jetzt mal ja, bisschen kürzere Mission. Könnt ihr den nächsten mal schnell reinschauen. Kartuba. Mehrere Galsien-Trägerschiffgruppen versammeln sich um die gigantische Kartuba. Okay, Kartuba, was ist das? Irgendeine Festung oder eine Ruine oder ein Schrotthaufen oder was auch immer. Egal. Aber hier Turin-Karte. Okay, sieht man kein Bild. Was ist da los? Mag nicht. Egal. Das war jetzt wieder eine erfolgreiche Mission. Auch am Schluss, wenn ich wieder ein paar Einheiten verloren habe, das macht gar nichts. Das war ja alles mit eingerechnet. Denn mit nur Railguns hätte ich wahrscheinlich das nicht geschafft und ja, ich habe die ganze meine Railguns, ich glaube 5 Railguns hatte ich insgesamt, die habe ich verkauft und mir mit dem Geld oder mit den Rohstoffen, die wo ich daraus gewonnen habe, ja wieder eine vernünftige Flotte zusammengestellt mit Angriffskreuzern und Begleitkreuzern und das hat man ja gesehen am Schluss.
das hat ganz gut funktioniert. Die haben sich alle gegenseitig unterstützt, die Begleitkreuzer und die Kampfkreuzer, Angriffskreuzer, Artilleriekreuzer. Okay, die zwei Luftabwehr, Batterien oder wie man die auch immer nennt, habe ich verloren. Aber das kann mir eigentlich egal sein. Hauptsache, die Mission ist beendet, gewonnen, wie auch immer. Ja, nächste Mission heißt Kartoba. Habe ich ja schon vorgelesen. Und lass uns überraschen, was da passiert. Also sehen wir uns demnächst wieder, wenn es heißt Let's Play Homeworld Deserts of Kerak. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.